Guten Tag, Christoph Müsi. Hallo, hallo. Wir sind jetzt hier live aus New York, der Stadt, die eigentlich multikulturell ein enormes Vorbild ist. Und es ist wahnsinnig, die Stadt lebt von den verschiedenen Kulturen und das ist die Attraktion eigentlich. Wir sind hier immer noch auf dieser Highline, auf der ehemaligen Straßenbahn, die hier durch ist. Und hinter mir sehen wir 14th Street. Das ist ein Künstlerquartier, das jetzt gerade ein bisschen am Aufleben ist und kommerzialisiert wird, aber eine wahnsinnig bunte Mischung hat. Wenn man hier in den Laden geht, über die Straße läuft, dann kann man entweder in einen schicken Mickey-Laden teure Sachen posten, man kann nebenan beim Chines irgendwelche fantastischen Gemüse kaufen oder es kommt ein Puerto Ricaner einem entgegen und so weiter, fragt auf Spanisch irgendetwas. Es ist wirklich eindrücklich, wie sich es hier abwechselt. Und ich finde es einfach wahnsinnig, fände es cool, wenn es an und für sich auch in der Schweiz in die Jubla viel mehr gebraucht wäre, dass man auch irgendwie mal etwas auf Spanisch würde machen oder was weiß ich. Dass sich das einfach viel mehr mischelt und die Leute nicht im eigenen Club irgendwie absumpfen. Jo, merci. Und jetzt aus dem 200 Jahre später, okay. Ja, Zukunft von Jubla Plus in New York, wie sieht die aus? Ja, wir haben das erste Gespräch gehabt mit dem Major. Bloomberg ist interessiert. Wir haben hier unseren Büroturm hinter mir, wo man reinziehen könnte. Links oben hätten wir das Büro. Ja, müssen wir schauen. Aber wir bleiben dran, wir sind am Bau.